Einige zeigen sich noch eher verhalten. Aber Anfang Juli geht es ja erst langsam los mit dem großen Aufblühen. Stefan Strasser freut sich jedes Jahr auf diese paar Wochen im Sommer. Als führender Lilienexperte will er seine Schätze natürlich auch auf der Buga sehen. Grundsätzlich blühen ja die Lilien von Mitte Juni bis Ende Juli, manche noch im August und September, sortenbedingt. Und man kann aber auch Lilien, die im Juli blühen, im August zum Blühen bringen, indem man sie erst Ende April pflanzt. Einfach kühlen, kalter Keller, Apfelkeller, wenn man hat, oder Kartoffelkeller, und dann entsprechend später pflanzen und schon blühen die zur Hochzeitsfeier oder was im August. Der Liliengarten im Egerpark wurde Ende Oktober 2020 neu bepflanzt. Rund 5000 Zwiebeln verschiedener Lilienarten kamen in den Boden. Eine der liebsten Sorten ist für Stefan Strasser die asiatische Lilie Golden Stone. Ja, also bei diesen besonderen Lilien ist es wichtig, dass sie Sonne haben, dass sie frei stehen. Und natürlich, die brauchen Nährstoffe. Lilien sind Starkzehrer. Damit sie so schön blühen, brauchen wir schon 4 bis 5 Liter Kompost auf einen Quadratmeter. Und das ist wichtig, denn sonst verkümmern sie. Wer es üppiger und größer mag, für den kommt zum Beispiel eine der vielen großblütigen Baumlilien in Frage. Das sind natürlich ganz besondere Pflanzen, das sieht man hier schon. Sie werden auch später noch größer, jetzt sind sie noch klein, aber in ein paar Jahren, die werden jetzt jedes Jahr ungefähr 1,5 Meter höher und die können 2, 2,5 Meter, manchmal sogar 3 Meter Höhe erreichen. Das ist eine ganz tolle Sache. Weniger toll, die Buga-Bepflanzung sieht Stefan Strasser durchaus kritisch. In den Beeten ist zu viel los. Damit meint er nicht die Lilien, sondern die vielen Begleiter. Das sieht man hier an dem Beispiel. Leider die Begleitstauden bei den Lilien falsch gewählt. Kleine, niedrige Lilien brauchen eben auch niedrige Begleitstauden oder mehr Abstand. Hier werden sie überwuchert, das ist schlecht für die Lilien. Bei den hohen Lilien ist es kein Problem, da kann man auch große Begleitstauden verwenden. Eine niedrig wachsende historische Sorte liegt dem Pflanzensammler noch besonders am Herzen. Gerade eben Brauner Bär von Karl Feldmeier gezüchtet, der schon lange verstorben ist, ist eine wunderschöne, aber sehr seltene Lilie. Ich vermehre sie aus den kleinen Zwiebelchen, die in den Blattachseln wachsen. Die kann man einfach abnehmen, in die Erde stecken und sie ist leider Gottes selten, aber ich gebe sie gerne weiter. Sie wächst in Sonne, in Halbschatten und kann man gut kombinieren mit Stauden. Ein Glück für die Lilien, dass es den Juli gibt, oder? Für den Juli Glück, dass es die große Vielfalt an Lilien gibt.